Hallo und Servus, sagt Motorbiking Austria. Ich bin jetzt in Niederösterreich und ich bin jetzt beim Schloss Persenbeug. Da ist auch ein Kraftwerk, ein Donaukraftwerk. Über dieses Kraftwerk kann man drüber fahren. Das fungiert zugleich als Brücke. Und ich möchte jetzt ein paar Bilder machen vom Schloss Persenbeug. Es ist leider nicht wirklich zugänglich. Ich muss schauen, dass ich da vielleicht zur Donau runterkomme und vielleicht vom Radweg aus ein bisschen fotografieren und filmen kann. Man sieht auch die Schleusen, wo die Schiffe einfahren können, da beim Kraftwerk. Da ist es jetzt wieder ein bisschen windstill. Weiter oben war es wieder sehr windig, speziell da neben der Donau. Jetzt ist die Sonne wieder ein bisschen rausgekommen, schaut ein bisschen freundlicher aus. Heute an diesem 9. März 2024 von Linz über Grein hierher nach Persenbeug. Ich werde dann bei der Heimreise übers Kraftwerk wieder drüber fahren und dann praktisch über die Südseite, über die Amstettner Gegend, wieder Richtung Linz nach Hause fahren. So, und ich hoffe, dass ich noch ein paar gute Bilder machen kann für euch, ein paar Eindrücke. Ich wünsche alles Gute, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Euer Motorbiking Austria. Grüß euch. Servus, sagt Motorbiking Austria. Bin jetzt hier
beim Schloss Persenbeug, konnte leider nicht hinein und konnte nicht näher filmen oder fotografieren, muss mir mit der Außenansicht zufrieden geben. Das Schloss steht auf einem Felsen, ganz markant, und grenzt direkt an die Schleusenanlage vom Kraftwerk Persenbeug. Also es sind nur wenige Schritte, eigentlich nur ein Treppelweg, der die beiden Anlagen trennt. Da ist es jetzt wieder sehr mild. Es geht eigentlich kaum ein Wind. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch mit den Bildern ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Es ist halt nur sehr früh in diesem Jahr. Es ist noch nicht wirklich grün, noch nicht wirklich strahlend. Es fehlen nur die Blumen und die Vögel und es ist alles nur ein bisschen verhalten. Aber trotzdem zum Motorradfahren, es geht. Es hat so zwischen 10 und 13 Grad. Und ja, mir taugt es. Es ist nicht allzu weit weg. Ich glaube, wir sind jetzt so 70, 80 Kilometer von Linz an der Donau entfernt. Und es ist wieder mal ein netter Ausflug mit der Nancy. Es gibt nichts Negatives zu berichten. Ja, und ich hoffe, euch geht's auch gut. Ihr könnt auch schon erste Ausfahrten machen. Grüße alle, die mich kennen, die wir uns gegenseitig auf YouTube abonniert haben, Kommentare schreiben. Alles Liebe, alles Gute, heute und jetzt und hier aus Niederösterreich vom Donaukraftwerk und Schloss Persenbeug. Grüß euch, Servus!